Herzlich willkommen hier zum nächsten Part der F116 Co. mit dem Highway Driver. Guten Tag. Heute mal woanders zum Anfang, denn Codemasters hat sich gedacht, wir bringen einen Patch raus und machen euer Rennen kaputt. Genau. Was gibt's zu sagen? Ich stehe auf Pole, Highway Driver auf 2, hier seht ihr noch einmal den WM-Stand und ja. Wir beide auf Medium. Yep, wir sind beide auf genau Medium und Vettel. Und jetzt können wir los. Und mein Netzteil hat noch Probleme. Der Netzteil? Ich hatte auch nie mit meinem Netzteil Probleme, glaube ich. Oder doch einmal. Aber war es auch einfach zu schwach. Mein Altes war einfach zu schwach. Ja, das ist gerade nicht wirklich leise. So. In die Rennstrategie, wir sollen Medium und Hard fahren. Ja, ich fahre mir auch Medium und Ultrasoft. Aber wir fahren Medium, Soft, Medium. Oder Medium, Steinhart und noch viel härter. Ja, Jeff, ich schalte einmal in jeden Gang. Hier hast du es. Wow. Alter! Was war das? Oh, ich stehe in der Schaltaufstellung. Ja, ich bin hier hinten reingefahren, weil du auf einmal zurückgeleckt bist. Geht ja mal wieder gut los. Ich habe Rasen auf meinen Reifen. Aber du bist der gelbe Punkt diesmal. Und du hast sind schon wieder alle gesprungen, schon wieder. Was ist? Ich sehe gerade auf der Karte, wie alle Punkte springen. Okay. Nee, die springen bei mir nicht. Ja, weil sie ja auch an dich angepasst sind. Lädst du noch irgendwas runter? Nein, ich lade nichts runter. Ich bin sogar mit dem LAN angeschlossen, also bitte. Ich weiß nicht, die springen bei mir wie Hölle. Aber so kann ich jetzt nichts großartig feststellen. Also mein Spiel ist flüssig, aber ihr springt wie Hölle. Codemasters, ihr habt gerade einen Patch gebracht, um uns das Rennen zu zerstören, um es alles wieder noch schlimmer zu machen. Du standest zum Beispiel bei mir jetzt die ganze Zeit in der Schikane. Du standest bei mir gerade in der Schikane, als hättest du die weggehauen. Okay. Hallo, hier bin ich. Hallo. Ich will nicht wissen, wie das beim Start ist. Wahrscheinlich starte ich einfach mal 30 Minuten zu spät. Deine Hinterräder drehen sich bei mir einfach mal. Deine Räder drehen sich da bei mir. Was? Dein Auto bewegt sich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Ah, jetzt stehst du. Jetzt hast du bei dir voll die Räder durch. Was ist so los hier? Ich zeig's dir ja gerade. Bugmasters. Jetzt gibt Verstappen bei mir gerade volles Kanonenrohr. Ey, ich seh Verstappen. So, können wir also jetzt einmal wieder. Okay, wir leben noch. Aua! Wir müssen euch übrigens noch sagen, dass wir gerade einigermaßen kalt sind, weil wir das Qualifying vor einer Stunde gefahren sind. Joa. Na, gibt's doch keine Safety-Phase, ne? Ist schon mal gut. So, ich habe ja auch noch keine vorhergesagt. Also. Also, was die KI-Schwierigkeit gerade angeht, das ist das letzte Rennen, was wir auf Legende fahren werden. Danach werden wir auf ultimative KI hochstellen.
Ach, ich fahr dir auch noch hinterher, ne? Selber schuld. Ich weiß. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Du hast das überhaupt nicht gecallt. Was ist los? Nö. Ich wollte ja auch kein... Fahr langsamer! Hatte ich gerade auch gemerkt auf der Karte. So, Safety Car. Wieso bin ich durchsichtig? Verpiss dich, Rosberg. Jetzt bin ich durchsichtig. Bleib hinter Safety Car. Das hatten wir auch schon mal. Es ist grün, die Lampen leuchten grün. Ah, jetzt weg. Die Lampen haben grün geleuchtet. Ja, ich hab's gesehen. Bei mir stand auch schon so der Countdown da, weißt du. Dann hätte ich das einzelne. Wenn es jetzt vorbei ist, heißt es nicht, dass das nicht wiederkommt. Im Notfall stelle ich das blöde Safety Car aus. So, aber ihr springt immerhin nicht mehr so hässlich. Ja. Und ich sehe keine Lücken auf der Minimap. Doch nicht. Und ich sehe auch keine anderen orangen Punkte. Oh, wir haben es gepatcht. Wir haben noch eine Aufnahme von vorhin, die ich höchstwahrscheinlich ganz kurz hochladen werde. Und da wird man es noch sehen. Jo. Ich weiß gar nicht. Ich darf das andere Video ja nicht vor dem hier hochladen, ansonsten sieht man ja schon Spoiler. Ja gut, ne? Gerade wo wir davon sprachen, dass es nicht mehr leckt, ne? Ja. Ja, du warst auf einmal kurz, also fing mit meinem Flügel schon dein Diffusor drin. Ich habe auf einmal so einen komischen Soundbug gehabt, als hätte. Ich weiß nicht. Und das Safety Car fährt bei mir jetzt auch quer durch die Kurven? Ich hab gegen Rosberg und Massa. Du wüsstest, wie das gerade bei mir aussieht, dein Zickzackfahren. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich bin der Führende. Interessant. Codemasters. Ja, du bist in meinem Rückspiegel auch total verpackt. Ich schaffe es aber auch wirklich mit jedem Patch das Spiel noch mehr zu verschlechtern. Also Kompliment Codemasters, das schafft auch nicht jeder Entwickler, das Spiel noch mal schlechter zu machen. So, wann dürfen wir denn das Safety Car wieder überholen? Und wann meckert er denn, dass wir wieder zu weit hinter dem Safety Car sind? Zum Glück fahrt ihr jetzt nicht mehr quer durch die Kurve, ist schon mal ganz gut. Wissen's. Nicht so massiv. Naja gut, ich nehm's zurück. Bei dir sah das sogar einigermaßen akzeptabel gerade aus. Zum Glück habe ich nicht die Pace von dir und werde daher nicht in deine Nähe kommen. Ja. In der Runde kein Prozent Reifen verloren. Runde 4? Oh Gott. And we all know what happened last time. Jetzt kommt wieder die Alternativstrategie, pass auf. Ich habe eh schon eine eigene Strategie umgestellt. Und was es ist, ist nicht gerade schwer zu erraten. Nimmst du die Alternativstrategie? Ich habe keine bekommen, ich habe das letzte Mal auch keine bekommen. Also, ja, ich nehm sie nicht, weil das ist lächerlich. Die Reifen sind ja auch gut, die Mediums. Dann gucke ich da am Ende auf irgendwelchen ollen, harten Reifen rum, da habe ich auch keinen Bock drauf. Nö, meine Strategie ist auf Soft umgestellt. Ja, ich habe erstmal noch H eingestellt. Ich glaube gleich, so wie Safety Car oder in der zweiten Runde, gleich auf S gestellt. Denn meine Reifen haben 6%, 4%, 4%, 4%.
Okay, lol. Ja, du bist ja die Einführungsrunde nicht gefahren. Jetzt habe ich eine alternative Strategie. Ich habe 12, 8, 9, 9. So. Fick dich, Jeff. Wetterbericht. Wetterbericht. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Wetterbericht. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Wetterbericht. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Er will nicht mit mir reden. Sei leise. Darf ich nicht auf dich aufholen? Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Hä? Darf ich nicht auf dich aufholen? Was soll das denn? Jeff? Gegen wen fahre ich? Wiederhol das bitte. Nee, er erkennt einfach nichts, was ich sage. Grüne Flagge, das Rennen geht. Fuck! Was zum. Ach du Scheiße. Okay, willkommen im Club. Auch raus? Ne, aber willkommen im Club derjenige, der sowas, dem sowas passiert. Alter Mann. Bei mir bist du halt wieder überhaupt nicht losgefahren, ne? Dann fährst du los und dann auf einmal doch nicht mehr. Oh, Mann. Tja, die Codemasters das regeln, wissen wir ja. Aber die lenken bei mir auch ganz schön brutal. Absolut kein Plan, warum. Ah, du leckst bei mir wie Hölle, ne? Ich weiß nicht, du kannst ja raus haben. Kannst du mal in die Pings gucken? Von TS? Ich werde eh gleich abgeschossen von Rosberg. Gut, mein Ping ist natürlich wieder legendär. Aber es liegt auch daran, dass ich gerade in einer MP-Lobby-Bit drin bin, ne? Wie bitte? Dafür geht da eigentlich mein Ping. Bei dir ist eigentlich normal. Die Codemasters-Server, das wäre weh. Hä? Was ist jetzt mit Rosberg passiert? Hä? Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay. Rosberg? Alter, ist irgendwie ziemlich weit weg, auf einmal. Die sind alle auf einmal ziemlich weit weg. Ich frag mich gerade, was passiert ist. Irgendwer steht in der letzten Kurve. Haben wir aber auch scheiß zusammen. Und dann kommentieren wir ein bisschen, was so im Hinterfeld passiert. Keine Ahnung, ich bin bei Rosberg drauf. Was hat denn der Vettel Schönes? Der war in der Box, der Vettel. Komm, es war der, der mich abgeballert hat. Ja, ein Ferrari war's. Was war es denn mit Jens los? Aha, nichts Besonderes. Also nicht wie Alonso. Und Carlos Sainz. Drummond Gonzalez. Und Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist hinter Ricardo auf Platz 15. Oh, bei Marcus Ericsson, da ist was los. Da ist der Verstappen ziemlich slow. Oder kommt, die kommen jetzt alle in die Box. Oh mein Gott, die kommen jetzt alle in die Box. Oh mein Gott. Jetzt steht's, was das angeht, schon mal 2 zu 1. Bist nur einmal ausgefallen. Na gut, Wegen, also. Naja, sagen wir mal so. Das ist ein Fahrfehler von dir, ne? Das stimmt mit China. Da war es ein Fahrfehler. Ah, die Sache ist, und außerdem geht deine Gleichung auch nicht auf. Melbourne? Ich habe eigentlich bloß von dieser Saison geredet. Ja gut, aber trotzdem Melbourne. Abi.
Oh, in Abu Dhabi war es kein Lag. Nee, da war es auch ein paar Fehler. Ach du Scheibenklasse. Jetzt kann der Rosberg wieder entfliehen, noch weiter entfliehen, als er ohnehin schon entflohen war. Das ist doch kacke. Obwohl der ist auch so wahrscheinlich, weil er in der Box war. Ja. Auf jeden Fall ist da nicht mehr ganz so viel zwischen uns. Da sind es nur noch 10. Komm, Eriksen, schieß den Nico ab! Wir sind hier weder in der TM noch in Spielberg. Der sagt bei mir die Karriere auf. Ja, die Codemaster-Server kommen sehr gut mit den. Mit dem neuen Patch klar. Muss man den schon lassen. Aber mein Spiel läuft mal stabil. Komm, Eriksen, hau den Nico jetzt weg da. Auch keiner. In der echten Formel 1 braucht man ihn schon. Ansonsten wäre Hamilton da ja. Was braucht man in der echten Formel 1 schon? Ja, Rosberg. Ohne Rosberg wäre Hamilton in der WM weg. Naja. Oder die Mercedes wäre zwar Ricardo ein totaler Dominator, aber. Dass er mir noch gar nicht mit Strategien zugearbeitet. Komm jetzt rüber, 10. Am wenigsten zieh rüber. Super, das zweite Rennen in Folge, wo jemand ab, ja, fast schon anfangen, kann man ja schon sagen, zugucken darf. Und ich kann jetzt dabei zugucken, wie mein Rückstand auf Rosberg wächst. Okay, wenn wir auf Ultimativ gestellt haben, wird er eh wieder wachsen, aber... Ja. Rosberg ist Zweiter, was hat denn der gemacht? Der hat alle wieder überholt. Muss man schon mal einen Lob für aussprechen. Ja, der hat 4 Autos überholt, 2 sauber, 2 Renaults. Das auf alten Medium. Das sind schon harte Konkurrenten. Hey. Was ist denn im WWW so los? Mhm. Ah ja. Oh, ist hier ein Auto vor mir. Dum-di-dum-di-dum. Mhm. Ich habe letztens übrigens auch eine Drive-Thru gekriegt, obwohl ich da mit 60 in der 80er-Zone gefahren bin. Der war schon weit vorher im grünen Bereich und ich war die ganze Zeit im grünen nochmal Drive-Thru. Hab ich in Österreich auch mal gerade. Das hatte ich auch in Österreich.
Rein zufällig in Österreich. Wahrscheinlich ist die Boxen einfach da einfach verbrannt. Ja, möglich wär's, ne? Ja, rein zufällig ist es am gleichen Ort passiert. Wieso hat Rosberg gerade 4 Sekunden auf dich aufgeholt? Ich war in der Box. Und hat er nur 4 Sekunden aufgeholt? Dann bist du eigentlich mehr. Ach so, ja, Startziel. Aber er ist Ewigkeiten weg. Also den Sieg sollte ich mir nicht nehmen lassen. 11 Sekunden. Und ich habe frischere, weichere Reifen. Also im Grunde genommen kann er einpacken. Die Sache ist, da ist so ein McLaren Honda an der letzten Kurve. Dann macht mir schon ein bisschen Angst. Siehst du da einen McLaren? Na, jetzt ist er schon weiter, jetzt ist er in Kurve 1. Also sozusagen habe ich gut ein bisschen über eine Startzielgerade rumschnuppeln. Wer willst du wissen, dass es McLaren Honda ist? Ich bin kurzzeitig vor dem Stop hinter ihm gewesen. Aha. Deswegen habe ich meinen Stop um eine Runde vorgezogen. Wie ja, dass es nicht inzwischen ein Toro Rosso ist? Dann kam der gerade aus der Box. Was ist das Auto davor? Vor wem? Vor dem. Was ist denn jetzt aktuell der 19? Der 19. Also der 21. ist Kwiat. Der 19. müsste. Der 20. Der 20. ist Button, der 19. ist Vettel. Ja, dann meinte ich Button. Dann muss Kwiat gerade aus der Box kommen. Aber Button ist schon im letzten Sektor, der ist. Ja, wie gesagt, ich hatte ungefähr einen Boxenstopp auf ihn verloren. Ich sehe ihn ja auf der Karte. Vor dir ist ein Toro Rosso erst noch. Ja, der scheint gerade erst aus der Box gekommen zu sein. Weil Button ist jetzt letzte Kurve. Ich sehe es. Und seine Kwiat ist jetzt erst in der letzten Kurve. Du musst mir das nicht sagen. Und du bist? Jetzt erst in der letzten Kurve. Trotzdem fahre ich, glaube ich, ein Tickelchen schneller als die. Ja gut. Auf deinem Display leuchtet Boxenstopp auf. Tut es nicht. Das ist ein altbekannter Bug. Merke ich denn noch so extrem bei dir? Nö, nee, gerade nicht. Da wir schon, da kann ich Hoffnung haben, dass die KI bei mir nicht leckt. Na, Lenkrad für auf, zwei Dinge runterzuschalten. Keine Kurve mehr. Schönes Wetter, oder? Ja. Ach nee. Tralala. Ich hasse Codemasters. Tritra, tralala, tritra, tralala. Ich hab meine Musik im Hintergrund ausgemacht, oder? Ach, schade. Ich hab gehört, wir springen jetzt auf 1.15 Koop.
da steht irgendwas in der ersten Kurve. Steht was in der ersten Kurve? Mhm. Jetzt ist da wieder grün. Jetzt ist er wieder gelb. Jetzt scheint es weg zu sein. Und hier liegen immer noch diese hässlichen Teile. Ja. Das ist deswegen kein nicht ein neuer Safety Car Garten, ne? Schon. Ich glaube, es ist irgendwie einprogrammiert, dass es nicht, dass es einen bestimmten Abstand zwischen zwei Safety Cars geben muss. Ja. Die letzten zwei Runden müssen auch Rennen sein, so wie es aussieht. Ich hätte einmal das so, dass es auf einmal nur eine Runde Safety Car gab und dann die letzten zwei wieder Rennen. Schon aus. So, jetzt habe ich. Gucken, ob bei mir morgen was ausfällt. Bei mir glaube ich nicht, aber ich habe morgen eine Behinderung. LK Bio, Grundkurs Bio Bilingual, Grundkurs Englisch, also nichts für mich, schade. Ja, bei mir. Ich habe morgen eine behinderte Mittagspause zwischendurch. Ich habe immer eine behinderte Mittagspause zwischendurch. Ja, ich habe jetzt das erste Mal so eine behinderte Mittagspause. 20 Minuten Pause? Ich habe eine 30 Minuten Pause und eine 25 Minuten Pause. Braucht keine, ist aber so. Ich habe einmal 20 Minuten und einmal 65 Minuten. 65, was soll man da dann machen? Keine Ahnung, und dann habe ich nochmal. Ich muss nochmal nach Hause fahren, eine Runde schlafen oder so. Was? Ich muss die harten Reifen fahren, ich muss nochmal in die Box. Ist das euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst. Das ist deren Ernst. Fickt euch, Codemasters. Du, das hatte ich in Österreich auch schon. Wieso ist Gutierrez eigentlich Dritter? Die eigentliche Frage ist, warum ist Gutierrez eigentlich Zweiter? Ja, Gutierrez ist nicht Zweiter, Gutierrez ist Dritter. Ich weiß, aber ich hatte damit gerechnet, dass er gleich Zweiter ist nach der Runde, aber nee, ich werde hinter Rosberg zurückfallen. Ja, weil er hat 31 Sekunden Rückstand. Alter, ihr seid doch so behindert, ihr kleinen Hurensöhne. Du kannst auch nochmal auf Soft gehen, glaube ich, oder? Ne, nicht nochmal auf Soft, aber auf Medium oder auf Hard kannst du, glaube ich, gehen. Geh auf Hard. So wurde es mir vorgeschrieben. Ey, gegen Rosberg habe ich keine Chance. Vor allem nicht mit so einem langsamen Boxenstopp. Auch mit einem schnellen hättest du keine Chance gehabt. Da fährt er vorbei. Da ist Pri. Nein, das ist nicht. Ja, lol. Das war kein Lag. Ja, wieso machst du das? Ich hab nur eine Verwarnung gekriegt. Ja, warum muss man ja trotzdem nicht machen? Schwung holen. Ja, was? Für den letzten Versuch. Harten Reifen. Kalten, harten Reifen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ist. Mal gucken, ob ihr einen alten F1 2015 Bug noch habt. Na gut, 10 Sekunden Zeitstrafe bringt mir eh nichts.
ficken, ihr blöden Hurensöhne. Ja, so ist das, ne? Harry Jandl hat auch noch fast einen Punkt. Wer denn hat 2 Punkte geholt? Guck dir mal an, meine beste Rundenzeit. Ja. Krass, ne? Mhm. Ja, hier seht ihr einmal die WM-Stände. Bin ja auch noch Zweiter. Ja. Und ich bin immerhin wieder Siebter. Ja. Und Team? Wir sind Zweiter. Ja. So. Na dann, wenn ihr findet, dass Codemasters Hurensohne sind, weil sie ihren Server nicht hinkriegen und dann auch noch wollen, dass sie auf verfickte Reifen gehe, dann gebt einen Like. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.